Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute ein Unboxing für euch und zwar von der Fairybox vom Monat März. Die hat mich schon erreicht und ich möchte sie mit euch gemeinsam auspacken. Falls ihr Lust habt und wissen wollt, was in der Box drin ist, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Aber starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne meinen Kanal, denn dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Das ist völlig kostenfrei und wenn ihr die Benachrichtigungsglocke aktiviert, bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn ein Video online geht. Genau, jetzt kommen wir zur Fairybox. Die kennt ihr ja von mir schon. Für alle neuen Zuschauer hier auf dem Kanal erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr hier seid, denn es sind wieder ein paar neue Zuschauer dazu gekommen. Die Fairybox ist eine Abo-Box, eine Beauty-Abo-Box. Die könnt ihr aber auch einzeln kaufen, kostet 19,90 € und beinhaltet Natur, Kosmetik, Beauty-Produkte. Richtig schön immer zusammengestellt. Hier ist auch immer ein Goodie mit dabei und die wird von Menschen mit Beeinträchtigungen zusammengepackt, was ich sehr liebevoll und schön finde. Also die Box ist wirklich total klasse. Ihr könnt euch auf der Website auch mal informieren. Ich lasse euch den Link dazu unten in der Infobox drin und jetzt gucken wir mal rein. Ich finde das immer ganz süß, denn die haben immer so einen Flyer hier hinten dran. Hängt immer so aus wie ein Milchkarton und da steht dann auch immer drauf, was die Produkte können und was die Produkte kosten und diesen Monat hat die Box einen Gesamtwert von 57,42 €. Also man hat eine große Preisersparnis hier drin, über das Doppelte, also fast das Dreifache. Das finde ich sehr schön. Und deshalb, also wenn ihr auf so Sachen steht, so Beautyboxen, kann ich euch die Fairybox ans Herz legen. Die ist wirklich immer süß gestaltet und die kommt halt jeden Monat. Ihr könnt die auch flexibel wieder kündigen. Also ihr habt da keine jahrelange Abo-Pflicht oder sowas. Das finde ich auch ganz fair gemacht, ehrlich gesagt. Und wenn ihr die öffnet, sieht das Ganze so aus. Ihr habt hier so Flohpack-Chips mit drin. Die könnt ihr einfach in der Biotonne entsorgen. Das sind nämlich Mais-Chips. So, und das erste ist, glaube ich, auch schon das Goodie. Das hole ich mal gerade raus. Wir haben hier einfach einen grünen Tee drin, einen losen, und zwar im Wert von 8,50 €. Das ist das Goodie von diesem Monat. Das finde ich immer toll. Die packen immer einen Snack oder, wie gesagt, auch einen Tee auch gerne mal mit rein. Liebe ich, finde ich total klasse. Genau, das ist ein grüner Tee. Fairtrade, finde ich richtig mega. 250 Gramm, Projektwerkstatt GmbH aus Potsdam kommt das. Grüntee ist gut, Grüntee ist gesund. Ich trinke gerne Grüntee und freue mich darüber. Jetzt hole ich mal die Beauty-Produkte raus. Das sind mal hier so, kann man schön drin rumwühlen und sich das alles raussuchen. Oh, hier sind aber viele Produkte diesen Monat drin irgendwie gefühlt. So, ich starte mal mit einem Produkt. Oh, okay. Intimsalbe von der Marke Bioturm. Das ist eine Intimsalbe Cranberry. Lacto-Intensive Wirkstoff, Pflege und Schutz im äußeren Intimbereich. Ich gucke mal gerade, ich habe mir noch gar nichts hiervon angeguckt. Das ist eine Originalgröße, 30 Milliliter und da ist die Cranberry mit drin, die bekannt dafür ist, ihre positive Wirkung auf Gesundheit, speziell auf die Harnwege zu haben. Viele Frauen schwören auf die Wirkung, Cranberry färbt die Salbe dezent rosa und lässt sie bärig duften. Bei Bedarf mehrmals täglich auf den äußeren Intimbereich dünn auftragen. Tipptopp, auch als perfekt nach der Intimrasur. 8,95 €. Das finde ich gut, das finde ich richtig gut, weil gerade so für den Intimbereich eine Salbe habe ich noch nicht gehabt. So, die ist nur so, also die ist wirklich nur so ganz leicht rosé und riecht. Oh, vielleicht wirklich ganz kleines bisschen fruchtig. Aber wirklich, hier riecht man eher eigentlich gar nichts. Wenn man die so ein bisschen verreibt, vielleicht schon. Fühlt sich auf jeden Fall pflegend an. Ist ein bisschen reichhaltiger, so reichhaltiger, wie ich gedacht habe. Ist halt wirklich wie so eine Salbe. Nicht wie so eine Lotion, sondern wie so eine Salbe. Ja, doch. Also die stelle ich mir mal ins Bad. Die werde ich benutzen. Schönes Produkt. Auch der Tee gefällt mir gut. Dann haben wir einen Lippenbalsam hier drin. Von der Marke Entro. Rote Beeren. Nährend, Nourishing steht hier drauf. Sieht so aus, kommt in einem Glasbehälter. Ist auch süß gemacht. Ein Lipbalsam, hat so einen Berry-Duft. Ja, riecht ganz leicht, würde ich sagen. Den lasse ich jetzt nochmal zu, da gehe ich jetzt nicht mit meinen Fingerchen rein, denn den will ich noch einen Moment im Backup lassen, weil ich habe jetzt gerade für die Lippen einiges offen im Bad. Also ich habe wirklich von NYX, ich habe von Nabla den Lipbalsam bzw. Lipplampe offen, den ich sehr gut finde. Und das hier lasse ich jetzt erstmal noch zu, weil, wie gesagt, ich muss ja nicht alles, das Naturkosmetik, das hält dann nicht so lang. Und ja, hier ist nochmal so ein Flyer zu dem Tee mit dabei. Dann haben wir noch einen 15%
Gutschein hier drin von der Marke Biotour. Den kann ich euch ja mal hier rein. Das ist 15 WOOGUAMGI. Falls ihr was von Bioturm haben wollt. Die haben auch Intim-Waschgel und sowas, habe ich gerade gesehen. Ganz interessant. Dann haben wir hier von der Marke Olution No Stretch Stretch Marks Cream. Oh, das ist cool. Das ist eine Creme gegen Dehnungsstreifen. Das ist aber ganz schön. Vielleicht auch gut in der Schwangerschaft dann geeignet. Da nehme ich mir jetzt auch mal ein bisschen. Die werde ich definitiv mal ausprobieren. Ich habe gegen Schwangerschaftsstreifen bisher nur dieses Bee-Oil probiert und das fand ich auch ganz gut. Manchmal auf die andere Hand. Riecht auch natürlich. Also das sind halt alles Naturkosmetikprodukte. Die haben keine großen Duftstoffe oder irgendwas mit drin. Riecht ganz natürlich, fühlt sich schön pflegend an. Hat so ein bisschen mandeligen Geruch, finde ich. Jo. Pflegt ganz schön die Haut, zieht gut ein. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das kostet, ich will gerade mal gucken, das kostet 24 Euro kostet die. Krass, das ist ja richtig teuer. Ist das auch die Originalgröße? Ich will gerade auch noch mal schauen. 50 Milliliter, ja, 24 Euro. Oh mein Gott, das ist mit 65 Biopflanzen besonders reichhaltig und zieht trotzdem schnell ein. Genau, also das ist sofort eingezogen. Regenerierende Körperpflege aus Frankreich hilft uns sogar bei Dehnungsstreifen, Zellulitis und Narben. Dazu verwöhnt sie himmlisch mit einem süßen Duft nach Mandeln. Ah, okay, hat meine Nase mich nicht getäuscht. Ich habe so ein bisschen was Mandeliges gerochen. Cool. Die Creme täglich morgens und abends auftragen. Na, da komme ich nicht so weit mit hin, wenn ich da meinen dicken Hintern mit einschmieren muss. Mein Gott, komme ich echt nicht lang mit Hintern mit 50 Millilitern, aber ich teste es trotzdem mal aus. Dann ist hier was drin von der Marke Duvana. Proretinol. Ich glaube, dass das eine Ampulle ist wahrscheinlich. Ich gucke gerade mal. Retinol Serum, 2 Milliliter mit Hyaluronsäure, Bakuchiol und Anti-Aging Botanicals versorgen diese hochkonzentrierten Ampullen, sind glaube ich 2, mit genügend Feuchtigkeit für den Tag. Stimulieren die Kollagenproduktion, bieten Schutz vor Umweltverschmutzungen und UV-Strahlen. Bakuchiol, umgangssprachlich Bioretinol, hat beruhigende Antifalten, weichmachende und antimikrobielle Eigenschaften. Es hat ähnliche Wirkungen wie Retinol, ist aber nicht reizend oder lichtempfindlich. Der Booster-Effekt ist bereits bei der ersten Anwendung spürbar. Oh, das ist schön. Also die erste Ampulle morgens, die erste Hälfte der Ampulle morgens, die andere abends. Also kann man das 2 Tage verwenden. 2,99. Das ist süß. Guck mal reingucken. Ja, da sind tatsächlich, glaube ich, 2 Ampullen drin. Oder ist da jetzt nur eine drin? Ne, es ist nur eine drin. Da stand die Ampullen, also eine Booster-Ampulle ist hier drin. Aber schön, hier ist auch wieder, das hatten wir, glaube ich, schon mal von der Marke, so eine Ampullendosierhilfe. Dann bricht man das oben ab, steckt das oben drauf und dann kann man das tröpfchenweise dosieren, was ich sehr gut finde. Das müsst ihr euch unbedingt aufheben, wenn ihr das in der Box drin habt. Denn die Ampullen von Dalton oder so kann man damit auch ganz schön dosieren und kann damit ein bisschen mehr Produkt sparen. Ja, finde ich richtig, richtig cool. Und das letzte Produkt aus dieser Box passt perfekt in diese Frühlingsbox rein. Das ist von Benecos ein Blush, ein Kompakt-Blush, Sassy Salmon. Für einen frischen Look sorgt dieses fröhliche Lachsrosa und zaubert ein belebendes, frisches Finish auf die Wangen, das einfach gute Laune macht. Okay, mit Macadamia und Sonnenblume ist hier drin. Von Benecos habe ich noch keinen Blush und da freue ich mich natürlich sehr, weil das ist eine schöne Farbe. Ich finde die Farbe richtig, richtig gut. Den können wir ja auch direkt mal austesten. Ich suche mir nur gerade mal einen geeigneten Pinsel. Ich habe hier von Catrice einmal einen und ich habe heute eh nicht so viel auf dem Gesicht. Mal ein bisschen, klopft das aber nochmal ab und gebe mir den mal hier hin. Oh, ich glaube, der ist schön, der wird mir gut gefallen. Ich habe heute Morgen was ausprobiert, das kommt noch als Reel online auf Instagram. Ich habe mit Brokkoli mir Sommersprossen gemacht, das ist leider teilweise ein bisschen fleckig geworden. Das habe ich heute Morgen ausprobiert. Oh, ich sag's, ich mache mir gerne hier auch immer noch so ein bisschen hin. Der Blush ist schön, der sieht gut aus. Also ja, deshalb wirkt das jetzt so ein bisschen fleckig, ich wollte euch das sagen, deshalb sieht das so aus, weil diese Sommersprossen da ja sind, ne? Aber sonst eine schöne Farbe, also doch, den werde ich auf jeden Fall, ich swatch euch den nochmal, der fühlt sich richtig schön seidig an. Und Benecos ist ja auch eine schöne Marke eigentlich, also die haben eigentlich immer ganz schönes Zeug, ich swatch euch das hier hin. Seht ihr?
Schöne Frühlingsfarbe, doch gefällt mir, ist so matt, also ist wirklich matt, putrig matt, würde ich sagen. Sehr schön, werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich zeige euch jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, was hier drin ist. Also einmal der Blush von Benecos, der kostet übrigens 3,99 Euro, also der ist gar nicht mal teuer. Dann die No Stretch von Illusion, die finde ich richtig teuer, ehrlich gesagt auch ein bisschen überteuert. Die Intimsalbe, dann der Lippenbalsam mit dem Berryduft, dann die Ampulle hier Pro Retinol und einmal der Tee von Teekampagne. Sehr cool, freue ich mich. Schöne Sachen, schöne Märzbox. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Box findet und ob ihr die auch im Abo habt, bin ich gespannt. Genau, ihr Lieben, jetzt verabschiede ich mich bei euch. Ich möchte gleich noch schwimmen gehen und ja, dementsprechend muss ich mich noch ein bisschen vorbereiten, fertig machen, damit ich dahin fahre. Sind auf jeden Fall alles sehr schöne Sachen. Falls ihr Interesse an der Box habt, schaut mal unten in die Infobox rein. Da habe ich euch die Seite verlinkt. Fairybox kann ich euch echt empfehlen. Die ist immer süß und ich finde das immer so liebevoll gepackt und ausgewählt, die Produkte. Also mir gefällt die immer sehr gut. Eine meiner Lieblingsboxen. Jetzt würde ich mich verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart zu diesem Video. Lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen und es kostet euch nichts. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Nicole.